Ja, Freunde, eigentlich wollte ich da nichts drüber machen, über den Drachenlord, aber es ist mir letztendlich, weil das war so witzig, da muss ich mal reagieren. So die ersten Minuten haben mir gefallen. Ich muss das Ganze, nehme ich gerade über meine Konsole auf. Ja, ich denke, weil ich habe das mit Watch Together versucht, aber ich muss da erstmal durchblicken. Ich habe da jetzt noch keine Ahnung. Und ja, wir sind hier beim Rainer und wir sind hier beim reinen Wahnsinn. Ich bin beim Bewerbungsgespräch, ja. Es geht um die Meme-Container und da war schon mal. Ich bin ein dummer, fetter Anfang 30er, der in einer Sackgasse irgendwo in Deutschland lebt. Meme-Container. Ja. Die Selbsteinsicht. Passt auf. Ich bin kein stolzer Deutscher, aber ich bin stolz, Deutscher zu sein. Oh je. Und der Typ, der hier im Wald rumläuft, der versteckt sich jedes Mal aus Angst, wenn hier Leute sind, aber ich habe hier noch nie jemanden gesehen. Ja, hast du schon mal von der Geschichte gehört? Von dem Drachenlord? Nee. Nee? Drachen noch nach Show. Freddy, keine Show. Ich nehme dich runter, Freddy. Das ist natürlich König Thomas, ja. Ist auch so ein Typ, der kurz, ich weiß nicht, den habe ich das erste Mal gesehen, den habe ich auf TikTok durchgezoomt, mal geschaut. Der ist aufgetaucht aus dem Nichts, ist wahrscheinlich schon bekannt gewesen vorher und er hat mich mal damit befasst. Der hat mit irgendwelchen SMS-Diensten Geld gemacht, dieser Thomas, König Thomas mit seinem Königreich. Das war echt. Sie sterben nie aus. Die Dampflok. Passt aber zum Zug, der kommt genau an. Wenn Rainer nicht mehr kann, steht der Zug. Oh meine Güte, ey. Das erbärmliche Wesen, denn ihr macht euch über mich und mein Leben, meine Existenz lustig, weil ich das und das nicht mehr habe und in euren Augen eine arme Wurst bin. Aber ihr sitzt von morgens 7 Uhr bis nachts um 7 Uhr irgendwie oder bis nachts um 2 Uhr. Ja, Rainer, ich glaube, ich muss hier nicht erklären, was du nicht mehr hast. Führerschein weg, Auto weg, Haus verkauft. Alles aus eigenem Antrieb, ja. Das sind Dinge, die hat er aus eigenem Antrieb gemacht. Das hat ihn ja niemand gezwungen. Es waren ja teilweise auch nur Vorschläge, wie er sein Leben eventuell ändern könnte. Ja. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen, weil ihr kennt das alle, ihr kennt die Antworten. Und Rainer ist halt ein Mensch, den kann man schnell durchschauen, den hat man leicht durchschaut und das ist ihm, er lebt halt in seiner kleinen Blase, in seiner Welt. Okay, schauen wir mal. Ja, du bist Urologe. Mir ist schon mal passiert, mir ist schon mal der Schwanz und die Eier eingeschlafen. Also mir ist erst die Arschbacke eingeschlafen und dann hat sich das bis nach vorne zum Schwanz ausgeweitet. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. TUV, du triffst Drachenlord in NBG. Was ist denn das, Alter? Wo habt ihr euer rechtes Hingelernt, Alter? Was soll denn diese Scheiße, Alter? Wollt ihr denn mal jetzt hier auf die Schnauze hauen oder mal nicht aufhören? Weil ich bin auch mal der Alter hier, Scheiße! Ich bleibe unbesiegt, weil mich hier keiner runterzieht. Denn ich bleibe unbesiegt. Das ist der feine Hund. Nur hab ich's nicht verstanden, dass die anderen recht hatten. Und weil ich der Reiner bin, macht das alles gar keinen Sinn. Unterschied zwischen uns. Wo. Seine Begabung liegt eher auf dem technischen Bereich. Er möchte ja Lokführer werden.
Und ansonsten läuft er jedem Handwerker hinterher und fragt ihn aus. Meine Freundin sieht so gut aus, dass man neben mir, dass sie neben mir einfach so genial aussieht, dass man sie gar nicht beachtet im Sinne von mich, von mir, weil man halt auf mich achtet, um mich halt zu verarschen. Was ist hier? Neben einem aussieht, dass sie, dass man mich nicht beachtet im Sinne von mich, von mir, weil man halt auf mich achtet, um mich halt zu verarschen. Rainer, du verarschst hier schon seit Jahren, seitdem du YouTube machst, die Leute damit, dass du erzählst, du hast eine Freundin und ja, Mona, glaube ich auch, war nicht deine Freundin. Mona war einfach jemand, sie ist halt mit dir rumgereist und hat eben da irgendwas, irgendwelchen Fame abgreifen wollen. Keine Ahnung, ich will niemand was unterstellen, aber ich glaube, sie hat sich da irgendwie einen Spaß gemacht. Okay, mit dem, da ziehe ich mal rum. Der scheint sich ja da irgendwo so ein bisschen irgendwo auszukennen mit dem Internet, da irgendwie da, wo funktioniert. Und da fahre ich mal mit und kutschiere ihn rumher. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich jetzt was Falsches erzählt habe, jemand beleidigt habe, dann tut mir es leid. Aber es ist eben so. Am Abend festgestellt, dass ich mir Harry Potter Legacy, oder wie heißt das neue Harry Potter, dass ich mir das... Legacy! Ich hab heute Morgen gelesen, dass man, wenn man als Vorbesteller das Spiel gekauft hat, kann man es jetzt schon zocken, seit dem 7. Und, A few moments later. Ja, und wenn ich irgendwie helfen könnte, würde ich das auch gerne machen. Das Problem ist bei mir momentan, ich habe heute den ganzen Tag versucht, wie es weitergeht. Wahrscheinlich schlafe ich morgen unter der Brücke, wenn es so weitergeht, ohne Kohle und alles. I can you not hear. I have headphone on the head. Good moving, Rainer. Thanks, man. I give my best and I never give up. I think you got some problems with your English language to tell anyone you can speak English, but you cannot speak English. Well, you are Rainer Winklero, living in Altschauerberg 8 in at this time and quatschen ziemlich wie Scheiß. I never get off, oder? Ist doch egal. Suche entweder eine Frau, einen Mann, ein Paar oder Transsexuelle oder auch gerne Damenwäscheträger, solange von mir niemand verlangt, dass ich Damenwäsche trage, macht mir das nichts aus. Im Gegenteil, ich finde sowas auch ganz geil eigentlich. Und genau, ich finde das, wie gesagt, auch ganz geil eigentlich so, zwischendurch mal. Und muss man halt mal gucken, was dabei raus. Damenunterwäsche tragen, findet er zwischendurch mal geil. Ach bitte, ja, kein Kopfkino. Also ich will mir sowas nicht vorstellen. Jetzt kommt wieder so. Ich persönlich verstehe nicht, warum mich so viele Leute verfolgen. Ich bin nur irgendein Spinner, der, wie man so schön sagt, in einer Bruchbude haust. Und nicht vergessen. Yep. Die verdammten Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken lecken. Weil die Schnecken nicht schmecken, merkt's euch, Mann. Die einzigen Schnecken, die schmecken, die sind in Frankreich. Aber, oder rennen im Minirock durchs Dorf. Es geht nicht ohne, ja. Bis dahin, es Mittel, geht nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Scheiß. Komm, wo bist du? Scheiß, ich hab manchmal das Gefühl, die Katzen ziehen die Wärme aus dem Raum. Was ist denn das jetzt schon wieder plötzlich so kalt? Gerade war es doch noch echt angenehm. Hä? Das liegt ja wohl kaum an den Katzen, dass ich die angezündet hab. Oh, jetzt Deutschlord. Irgendwann bekommt ihr eine Strafe! Ja, das hoffe ich bei dir immer noch. Ihr wisst. So, leider schlechter Wind. Ich spreche natürlich Deutsch. Nein. Ich spreche ein kleines bisschen Englisch. Nein. I speak a little bit English. Ich kann ganz minimal Japanisch. Arigato gozaimasu. Und nein, das war nicht, ich spreche Japanisch. Und weil ich jetzt ein Teil Italiener bin, spreche ich auch ein ganz kleines bisschen Italienisch. Und ja, oder Spanisch. Das kommt natürlich dann darauf an, was für Begriffe man kennt. Das wäre dann in meinem Fall Buongiorno, Buenas noches. Das wäre dann
in dem Fall jetzt Spanisch gewesen. Das einzige italienische Wort, was er kennen wird, ist Bagare, bezahlen. Du, Bagare, mich bezahlen, mir Geld schicken. Bagare, Bagare, Rainer, merke dir das Wort. Und das erste war Italienisch, ne? Buongiorno. Und bei Italienisch kenne ich sogar das Wort für Maus. Das wäre die Topo. Oder Topo. Aber ich glaube, ich muss mich mal daran erinnern, wer ich bin. Ich bin kein kleiner Lutscher, Alter. Ich bin kein so ein kleiner Pisser. Ich bin Drachenlord, Alter. Das ist kein Grund, die Seiten zu wechseln. Stopp. Das geht sonst hier weiter bis zum nächsten. Hier steht schon, hier ist wieder Thomas eingeblendet. Oh Mann. Die Memes gehen weiter, ja? Köln. König Thomas Memes gibt's auch noch. Ja, Wahnsinn. Super Job. Ihr bereitet euch schon vor, weil Rainer ist ja wirklich irgendwann mal verschwunden. Und da ist es schon gut, wenn man sich auf andere Leute einlässt und da seine Späßchen macht, ja. Ja, wie immer, es ist wirklich Spaß, es ist Satire, es ist jetzt nicht ernst gemeint, was ich hier laber. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat das hier gefallen, weil ich habe das gerade gesehen, gerade entdeckt und wunderbar. Super, geile Arbeit, vielen Dank und ja. Ich bin weg. Tschüss. Yeah!